stelle hochwertige Lebensmittel her. Mit den besten Zutaten, die wir zurzeit noch auf der Welt bekommen können. Ohne Zusatzstoffe machen wir schmackhafte Gebäcke draus. Das finde ich toll, dass ich sowas selber Rezepte entwickeln kann, gell? Und Kunden glücklich machen damit und satt. Das finde ich gut. Welche Qualifikationen und Fähigkeiten sollte man für Ihr Berufsfeld mitnehmen? Eine gute Schulausbildung, gell? Eine dreijährige Lehrzeit. Wir haben früher noch 5 Jahre mussten wir als Geselle arbeiten, dann durften wir die Meisterprüfung machen. Mit der Meisterprüfung durften wir uns wieder selbstständig machen oder wir konnten auch sogar mit der Meisterprüfung studieren. Mittlerweile ist die Meisterprüfung als Bachelorstudium anerkannt. Ich habe also mit der Meisterprüfung habe ich eine Fachhochschulreife entwickelt. Auch wenn ich vorher vielleicht nur einen Volksschulabschluss oder Hauptschulabschluss hatte, habe ich ja mit der Meisterprüfung eine Fachhochschulreife erhalten und kann damit studieren. Was verdient man so in der Ausbildung? Wir haben zurzeit im ersten Ausbildungsjahr 470 Euro, im zweiten 600 Euro und im dritten 730 Euro. Sehen Sie auch in Ihrem Beruf ein paar Nachteile? Ja, es hat jeder Beruf Vor- und Nachteile. Wir müssen früh aufstehen. Ein gutes Brot zu backen dauert 4 bis 5 Stunden. Vom Teig anschalten bis zum, dass ich aus dem Ofen rausholen kann. Der ganze Schlafrhythmus wird etwas durcheinander gebracht. Ich muss mich also auf dieses Leben einstellen. Ich fange zwar früh an, ich bin auch früh mittags fertig. Gell? Es hat alles, hat seine 2 Seiten. Ist Ihr Berufsbereich offen für junge Flüchtlinge? Offen ja. Nur, wir haben noch ein paar Rahmenbedingungen nicht erfüllt, um diese gezielte Ausbildung voll durchsetzen zu können. Vom Willen her sind wir also vollkommen offen. Nur es sind ja viele Sachen, die noch nicht ungeklärt sind. Sei es Sprache, sei es Aufenthaltsbestätigung, Anerkennung. Ja? Denn um eine gezielte Ausbildung machen zu können, muss ich also 100%ig mit der Sprache vertraut sein. Sonst kann ich das Ziel, den Abschluss einer Ausbildung, die Prüfung zu machen, fast nicht erreichen. Das ist praktisch, und halt diese politischen Vorgaben, die wir haben, wo ich nichts dran machen kann. Gell? Ob es jetzt mit, dass ich an einen Ort gebunden bin, dass ich da nicht weg kann, oder? Ja, aber offen auf jeden Fall. Offen sind wir auf jeden Fall. Gell? Vielleicht muss die Politik sich da ein bisschen mehr bewegen, dass wir vielleicht auch, ich sag's zwar nicht gern, dass wir nicht diese volle Lehre, diese Bäckerlehre machen, sondern anfangen, ich sage eine Bäckerlehre light, als Bäckerhelfer, nicht mehr als voll ausgebildeter Geselle, sondern als Helfer. Und im Anschluss, wenn es wirklich gut geht, die Prüfung nachzuholen.